Willkommen in Sambia, das Land der fröhlichen Gesichter, der imposanten Wasserfälle, der weiten Flächen und der wilden Tiere. Ich bin hier, um über die Arbeit von Adventist World Radio zu berichten und darüber, wie der Herr unsere Sendung nutzt, um die Menschen hier zu berühren. Hallo, ich bin Cammy und dies ist AWR 360. In Vorbereitung auf die Aktion Sambia für Christus und die 1000 Versammlungen, die hier in Lusaka, Sambia stattfinden sollten, begann Adventist World Radio jeden Morgen ein einstündiges Sonderprogramm auszustrahlen. In Partnerschaft mit einem leistungsstarken Radiosender hier in Lusaka konnte AWR noch mehr Hörer erreichen. 3 Monate lang, bevor die Redner eintrafen und die Evangelisationen begannen, wurden die Menschen durch das Radio vorbereitet. Das Programm begann mit einem praktischen Gesundheitstipp und leitete über zu einer biblisch fundierten Predigt. Damit sollte ihre Neugier geweckt und sie zur Teilnahme an einem der nächsten Treffen ermutigt werden. Nach der Predigt wurde eine Tagesfrage gestellt, die sich auf die Predigt bezog, und die Teilnehmer konnten sich mit ihren Antworten oder weiteren Fragen melden. Viele Hörer reagierten, aber ein bestimmter Mann fiel dem Radioproduzenten besonders auf. Sein Name war Mr. Vicker. Dieser Mann meldete sich 3 Monate lang, fast jeden Tag. Ich konnte nicht verstehen, wie er die Zeit haben konnte, so viel zuzuhören und anzurufen. Ich fragte mich, was er tat. War er in Rente oder was? Mr. Vicker hatte oft die richtige Antwort auf die täglichen Fragen und manchmal rief er sogar nach Sendungsschluss an, um weitere Fragen zu stellen. Der Mann hatte etwas Besonderes an sich und Nalu wollte herausfinden, was es war. Auf weitere Nachfragen hin erfuhren Nalu und das Team des AWR-Freiwilligendienstes mehr über Mr. Vicker. Und so konnte auch ich die spannende Geschichte hören. Es stellte sich heraus, dass Mr. Vickers Frau Adventistin ist und schon lange darum betete, dass ihr Mann die biblische Wahrheit erfährt. Jeden Sabbat gingen Mr. Vickers Frau und ihre 4 lieben Töchter alleine zur Gemeinde und wünschten sich, dass er mitkommt. Mr. Vicker ist Inhaber eines eigenen Unternehmens hier in Lusaka. Er ist Tischler und baut und repariert Sofas, Stühle, Bettgestelle und andere Möbel. Das Unternehmen wächst und er hat bereits mehrere Mitarbeiter eingestellt. Eines Morgens stieß Mr. Vicker bei der Arbeit auf ein ihm unbekanntes Radioprogramm. Er hörte gespannt zu, nicht wissend, dass dies eine der ersten täglichen AWR-Sendungen war, die im Rahmen der baldigen Evangelisationskampagnen in Lusaka ausgestrahlt wurden. Die Worte berührten Mr. Vickers Herz und er beschloss, dass auch seine Arbeiter sie hören sollten. Was dann folgte, wurde schnell zu einer täglichen Tradition. 3 Monate lang versammelte Mr. Vicker seine Mitarbeiter jeden Morgen für 1 Stunde um das Radio, um die AWR-Sendung zu hören. Sie lauschten aufmerksam und arbeiteten erst nach Beendigung des Programms weiter. Und selbst dann trugen sie die Worte, die sie hörten, durch ihren Tag. Als wir die letzte Sendung vor Beginn der Kampagne Sambia für Christus ausstrahlten, rief Mr. Vicker verzweifelt an. Was werden wir nur ohne deine Radiosendungen jeden Morgen machen? Er weinte fast. Inspiriert von den neuen Wahrheiten begann Mr. Vicker, seine Familie täglich zum Bibellesen zu versammeln. Seine Frau und Töchter sind von der Veränderung, die sie in ihm sehen, ermutigt und hoffen, dass er bald auch mit ihnen in die Gemeinde gehen wird. Wenn wir die Mittel hätten, würden wir sehr gerne dieses Programm weiter senden. Denn die Wirkung war enorm. Und Menschen sehnen sich immer noch nach mehr. Genau wie Mr. Vicker. Mit eurer Unterstützung für Adventist World Radio könnt ihr dazu beitragen, dass das Radioprogramm Sambia für Christus auch weiterhin Millionen von Menschen erreichen kann. Es gibt andere, die so wie Mr. Vicker und seine Mitarbeiter die biblische Wahrheit hören müssen. Wir können dazu beitragen, dass Gebete von Ehefrauen, Müttern, Vätern, Ehemännern und Kindern für ihre Lieben erhört werden. Schließt ihr euch uns an, um die Botschaft der 3 Engel zu verkündigen? Bitte betet für die Arbeit weltweit und erwägt, heute zu spenden. Gemeinsam machen wir Wellen.
von der Sendung bis zur Taufe. Dies ist AWR 360.